Oder Holz in roter Spielkleidung und der TuS Krukel in weißer Spielkleidung. Auf jeden Fall von der Stimmung her hat der TuS Krukel hier in Wellinghofen auf jeden Fall gewonnen. Denn was die Fans für Rambazamba, um es mal so zu sagen, auf der Tribüne hier gemacht haben, ist schon sensationell. Also die Verantwortlichen hier von SC Husenkohl zum Beispiel, die haben reichlich heute Abend noch zu fegen und zu saugen. Da ist reichlich runtergekommen. Und jetzt wollen wir mal sehen, wie es auf dem Feld hier aussieht. Und klasse, das war doch mal wunderschön gemacht. Das war mit der Nummer 6 auf Seite des SC Sölderholz. Leonard Grundicek-Lips. Der hat den ersten Treffer in dieser Begegnung erzielt. Also nach diesem Ergebnis, jetzt wäre also der zweite in dieser Gruppe 1, die Mannschaft aus Sölderholz. Schön gesehen, klasse gemacht, das hat super. Das war die Nummer 10, Marvin König. Hat er sich sehr schön durchgetankt. Also, wenn man so die ersten 2 Minuten sieht, leichte Vorteile für den SV Sölderholz. Und der Ball wird eingerollt. Eigentlich für den SV Sölderholz, so wie ich das gesehen habe. Ui, gut, alles im grünen Bereich. Übrigens, liebe Zuschauer, auch morgen gibt es einen Livestream wieder hier aus allen Hallen natürlich, klar. Aber wir melden uns morgen hier wieder aus der Halle Wellinghof mit den Begegnungen der DJK TuS Körn, SC Husenkohl, Wambala SV, VfR Sölde, TuS Holzen-Sommerberg und RW Balıkesirspor. Das sind die Spiele oder die Mannschaften, die wir Ihnen morgen zeigen werden. Und so ab 15:15 sind wir wieder für Sie auf Sendung. Ebenfalls die Kollegen von Sportlive aus der Halle Huckerde. Und natürlich dann gibt es die anderen 4 Livestreams auch zu sehen. Aus Renninghausen, aus Brakel, aus Nord. Und ich hoffe, ich habe jetzt nicht eine vergessen. Nette. Und alle Infos natürlich wie immer. Und auch ein Live-Ticker nochmal zum Nachlesen. Wer die Tore erzielt hat, gibt es natürlich auch hier auf den Seiten der Ruhrnachrichten. Und natürlich die Endrunde gibt es auch live aus der Helmut-Körnig-Halle. Freitag und Samstag komplett mit großer Technik, mit 7 bis 8 Kameras. Ja, da wollte das jetzt zu schön machen. Also, das war zu schön. Tobias Ostermann war das.
mit der 2. Und da ist er beinahe wieder am Ball gewesen. Die ersten 5 Minuten sind rum. Also technisch gesehen läuft es besser beim SV Sölderholz. Die Jungs sind irgendwie doch am Ball ein bisschen flinker. Ja, da verstolpert da Lukas Krause. Ja, das war leicht geschubst, aber okay. Ja, da wollte es besonders gut machen. Mit der 4 war das Tarik Gürer. Ja, kein Problem für den Torhüter des TuS Kucheln, Frank Schwalm. Freistoß mit der 10. Marvin König. Und da wollte er mit der Picke. Leonard Grutizek Lips war das. Ja, bis jetzt sehen wir nicht viel so direkt vor dem Tor. Also die großen Torraumszenen fehlen noch. Ja, da wollte er einen ganz besonderen machen hier. Und der SV Sölderholz hat den Ball. Ich sehe gerade im Tor beim TuS Kucheln, also Philipp Merz mit der 21. Die 2 habe ich vorhin nicht gesehen, deswegen habe ich versehentlich Frank Schwalm gesagt. Bitte um Entschuldigung, lieber Frank. Und Philipp, dass ich euch verwechselt habe. Ja, wenn er den unter Kontrolle gehabt hätte, so, und wir sehen es, 1 Minute 20 Sekunden noch zu spielen in der ersten Halbzeit. Da setzt er sich wieder durch und ja, das war wunderbar vorbereitet von der Nummer 10 Marvin König und vollendet von Leonard Grubzi-Zeglips. Also klasse gemacht, aber die Vorbereitung hier von Marvin, die war schon wirklich auch exzellent, wie er hier über außen kam und den Ball ihm sehr, sehr gut präsentiert. Er brauchte den Ball eigentlich nur noch reinschieben, der Leonard Grubdicek-Lips. 2:0. Und wenn man so die ersten 10 Minuten betrachtet, geht die Führung auch in Ordnung. Denn wie gesagt, also technisch läuft es besser. Also, ja, der Abschluss, da hapert es noch ein bisschen mit, aber trotzdem, man sieht also, dass der SF Sölderholz ganz gute Techniker in den Reihen hat, auch sehr schön jetzt gesehen. Und das war wunderbar gemacht. Ein
herrlicher Treffer mit der Nummer 4 erfolgreich. Marcel Meckbach, also das ist ein beruhigendes Halbzeitergebnis für den SF Sölderholz. Drei zu null gegen den TuS Krukel. Na, jetzt ist es ruhig geworden. Ach, besonders ruhig jetzt, wenn ich mal schaue. Also der Block des TuS Krukel ist ziemlich leer geworden. Ich glaube, die Fans haben jetzt mal eine Auszeit genommen und haben wahrscheinlich aber trotzdem einen gemeinschaftlichen schönen Tag hier erlebt, auch wenn es sportlich nicht so erfolgreich hier war. Ja, der TuS Krukel belegt ja in der Kreisliga B-Gruppe 1 den 5. Tabellenplatz. Und der SV Sölderholz spielt ja in der Kreisliga A-Gruppe 1 und belegt dort den 7. Platz. Und da sieht man doch schon einen Unterschied. Und es heißt 4:0. Und mit der Nummer 2 war diesmal Tobias Ostermann, der erfolgreiche Schütze für den A-Kreisligisten. Ja, da wollte er jetzt ganz besonders was machen. Mit der 4 war das Marcel Meckbach. Und gut pariert, wer sagt's denn? Mit der 21. Philipp Metz. Hey, schön gemacht. Ertuf Gurul Azoy war der Zauberkünstler, der jetzt versucht hat, hier per Fallrückzieher den Ball ins Netz zu befördern. Sieben Minuten noch. Aber ich behaupte mal, das Ding ist durch. Und dann wird das gleich in der Gruppe 1 so aussehen. Erster wurde der ASC 09, zweiter der SV Sölderholz und dritter wurde der TuS Krukel. Und dann kommt es nachher, zweiter Gruppe 1 gegen zweiter Gruppe 2 zur Begegnung SF Sölderholz. Ja, mit der 7 hier leicht verletzt hatte sich Abu El Abbas Sumare. Die Zeit steht bei 6 Minuten und 9 Sekunden. Jetzt geht's weiter.
gut gemacht. Im Tor mit der 1 Marcel Letvon. Hui, das war nicht schlecht, da fehlte nicht viel. Ah, das war nichts, ist okay. Beide zum Ball. Schön gemacht. 5:0. Und das müsste die 5 gewesen sein. Und das ist dann der Torschütze Christoph Knorr. So, knapp 4 Minuten jetzt noch. Also bis jetzt habe ich ja eigentlich recht gut gelegen. Vor Beginn des Turniers hier mit meinem Tipp. Und der Ball klemmt. Tobias Ostermann erzielt den 6. Treffer. Drei Minuten noch. Schön gemacht. Ibrahim Senel war das gerade mit der 8. Ja, am Tor vorbei mit der 4 war das Marcel Meckbach. Ja, das Spiel war schon nach gut 7, genauer gesagt, wenn ich das umrechne, nach 13 Minuten klar entschieden hier. Wo ich vorhin gesagt habe, also Zweiter in der Gruppe 1. Hier der SF Söldeholz. Neunzig Sekunden noch. Jetzt nochmal eine Riesenmöglichkeit, eventuell. Klasse, machen Sie das. Ja, das war knallhart ausgekontert, hätte ich beinahe gesagt. Und Marcel Meckbach erneut erfolgreich. Und 7:0. Also, wie schon gesagt, Zweiter in der Gruppe 1 der SF Söldeholz. Und
Dann geht es gleich weiter mit SV Körne 83 gegen den FC Wellinghofen. Und da ist ja mein Favorit der SV Körne 83 auch. Und da bin ich ja mal gespannt, wie das Spiel da gleich ausgeht. Müsste eigentlich vom Papier her für den SV Körner ausgehen. Denn Schüren hat der Wellinghof mit 10 zu 2 besiegt. Und Schüren hat nur 3 zu 1 gegen Körner 83. Ja, da sehen wir nochmal so ein Tor, das 1 zu 7. Und die letzten 30 Sekunden, sie rattern jetzt runter. Ich bin die Zeit nochmal angehalten. Wie gesagt, die letzte Spielminute, da wird die Zeit jeweils angehalten, wenn der Ball nicht im Spiel ist. Eigentlich braucht man jetzt nur noch den Ball versuchen, unter Kontrolle zu halten. Und das wird es gewesen sein. Das war's. 7 zu 1, Sölderholz, TuS Krukel.